Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiva und das ist Superhot. In der letzten Folge wurden wir als Hund beschimpft. Wir sollten tanzen und sterben und alles machen, was die wollen. Wer sind überhaupt die? Was wollen die? Aber wir müssen weiterspielen, sonst werden wir das nie herausfinden. Ich sage euch, dieses Spiel macht echt süchtig. Du solltest nicht hier sein. Kleiner Hund. So eine Figur. Hey, jetzt sieht man ja meine Farbe. Hat man das vorhin auch schon gesehen? Ich glaube nicht, ne? Ich bin auf jeden Fall nicht rot. Sieht aus wie so ein Museum oder eine Kunstausstellung oder sowas. Ach, der hat ja eine Pistole. So, mit dem Hund ist es eigentlich besser. Waren das gerade eben auch schon so viele? Ich glaube schon, ich war nur abgelenkt, weil ich auf einmal Hände habe. Kommt der mit seiner blöden Waffe? Waren das zwei mit Pistole? Bin ich schon an dem vorbeigelaufen? Okay, so. Ja, das sind zwei mit Pistole. Ja. Manchmal bewege ich mich einfach zu schnell. Da muss ich einfach ein bisschen langsamer machen. Dann würde das auch viel besser funktionieren. So. Wo fliegt sie? Da fliegt sie hin. Ich habe gerade gedacht, ich hätte es geschafft. Genau in dem Moment kommt der Penner da von der Seite an und sagt, haha. Dafür kriege ich gerade einen Haufen Achievements. Wahrscheinlich fürs Sterben, wenn ich die ganze Zeit drauf gehe. Ich sehe nichts. Ah. Ich habe nichts mehr gesehen. Oh. So. Watch your six. Oh, fuck. Ja, schau auf 6 Uhr. Ja, die trifft. Die trifft. Okay, also wir haben jetzt zumindest mal so eine Taktik, so eine kleine, wie wir nach vorne kommen. Und zwar, nee, so. Bisschen zurück. Oh, bisschen zurück. Nicht so schnell. Was gehe ich denn immer so schnell?
Die Kugeln fliegen auch schnell. So. Vielleicht klappt es auch so. Hey, was hat mich denn jetzt getroffen? Also das weiß ich jetzt nicht, ob das der zweite war oder ob das jetzt schon von hinter mir kam. Kann ich gerade leider echt nicht sagen. Ich glaube, dass das der hier war. Jetzt muss ich hinter mich. Schaffe ich das? Oh. Oh. Geschafft. Okay, ich bin im Aufzug und soll die jetzt hauen, bevor sie mich erschießen. Gute Frage. Also der hat sie schon oben. Nee, das ist also schon so, wie ich vorhin angefangen habe, aber vielleicht einen Schritt nach rechts oder so. Also hauen, nehmen, rüber, schießen. Der erschrickt sich. Mist! Aber so, so ähnlich. Nehmen. Oh, hat vielleicht zu langsam. Also, hauen. Nehmen. Jetzt habe ich sie nicht gekriegt, die Waffe. Hauen. Vielleicht auch von dem einfach? Nee, da bin ich gleich hin anscheinend. Jetzt fliegen hier alle Waffen in der Gegend rum. Wie ich das denn gerade geschafft? Nein! Oh, jetzt habe ich es fast geschafft und mache irgendwie Blödsinn. Das gibt's doch nicht. Hä? Ich glaube, ich hatte die Waffe gar nicht. Okay. Ah. Oh. Wie habe ich denn das gerade gemacht? Ah, jetzt habe ich da voll vorbeigeschossen. Oh. Ist auch schwierig, da auszuweichen. Jetzt muss ich nochmal, also die stehen da. Der setzt schon an. Wenn ich das nur so langsam mache, dann schießen die anderen beiden sofort. Okay, wenn ich jetzt einfach mal was ganz anderes mache und hier so rumrenne. Oh, das hat gut funktioniert. Das probieren wir gleich nochmal. Da ging sogar der Aufzug gerade auf. Muss ich nur auf den dritten nochmal aufpassen. Hm. Ding! Weil damit rechnen die nicht. Hä? Ich hab doch noch gar nichts. Ich glaube, ich habe aus Versehen W gedrückt.
Okay, aber das kam jetzt von irgendwo anders. Ich glaube, die Aufzugstür ist wahrscheinlich aufgegangen. Und dann hat der mich auch erschossen. Ah, jetzt habe ich sogar geschafft, die Pistole zu bekommen. Okay. Nein! Oh! Ich war so nah dran. Ist hier noch irgendwo eine Waffe? Nee. Oh, fuck. Nein! Da stehen zwei. Ja. Also ich würde sagen, das ist gerade die schwerste Stelle bis jetzt. Definitiv. Weil du bist auf so einem kleinen Raum. Und selbst wenn du es schaffst, diese drei Heinis hier zu überwältigen, was auch schon ganz schön schwierig ist, dann musst du noch... Wenn der Aufzug aufgeht, die zwei, die draußen stehen und eine Shotgun haben, irgendwie überwältigen. Ach, der neben mir hat noch gelebt. Ah, ich dachte, der wäre schon hin, okay. Mann! Schade, ich dachte, die fliegt genau an mir vorbei. Oh. Aber die werden ja auch erschossen, ne? Also irgendwie... Hä? Nee, ich muss in die andere Richtung weiter. Wenn ich so zurückgehe, dann erwischen sie mich jedes Mal. Ich frage mich hier, in was für einem Gebäude die sind. Wenn sie mit mir zusammen da drin stehen und dann plötzlich auch angegriffen werden von denen, die da draußen stehen. Die werden ja auch jedes Mal erschossen. Das ist vielleicht die Lösung. Da steht ja auch Pitch, also vielleicht soll ich sie gar nicht erschießen. Also ich hau den. Ich hau... Also, ich hau ihn. So, Waffe lasse ich erstmal in Ruhe. Ach, der neben mir hat ja noch gelebt. Hauen. Jetzt hat der eine sogar seinen Kumpel da gerade gekillt. Also, wenn die das Schießen anfangen und ich verstecke mich hinter einem, so... Trifft die Kugel jetzt ihn oder mich? Trifft ihn. Vielleicht kann ich mir das irgendwie zunutze machen. Ich gehe jetzt mal auf die Seite zuerst. Ich habe keine Lust, immer auf der anderen Seite anzufangen. Nein! Aber hey, das hat ganz gut funktioniert. Das versuchen wir jetzt nochmal. Oh. Ich muss noch ein Stück weiter, glaube ich. Dass ich wirklich auch hinter ihm bin. Hat auch nur einmal funktioniert, gerade irgendwie. Ah,
Und wenn ich einfach gar nicht schlage und einfach nur mal schaue, was passiert, wenn ich so ein bisschen gehe, ob die sich dann... Gut, ich kann die Waffe nehmen. Ja, so oft, also mit dem Weg habe ich jetzt 2 gekillt. Ich nehme die Waffe. Ich schieße mal auf den hier. Ja, jetzt bin ich von hinten erschossen worden. Jetzt ist die Aufzugtür aufgegangen. Die Waffe wollte ich eigentlich... Oh, fuck. Oh, ich habe zumindest schon mal Licht gesehen. Jetzt ist sogar die Waffe von ihm kaputt gegangen dabei. Es ist echt schwer. Aber ich finde, das macht Spaß. Also, es wäre ja langweilig, wenn immer alles so einfach wäre. Wenn es euch besonders nervt, dann könnt ihr ja vorspulen. Ja, ist schon die Aufzugtür aufgegangen. Ich weiß nicht. Vielleicht muss ich ihn nur entwaffnen. Oh, jetzt zielt er ja schon auf mich. Ja, das war nix. Huh! Nein. Also so würde die Kugel jetzt ganz langsam einfach nur über meinen Kopf fliegen. Wenn ich jetzt einfach mal warte. Das habe ich nämlich noch nicht getestet, was dann ist. Wenn ich die einfach mal schießen lasse. Jetzt haben sie nämlich alle geschossen. Und so schnell... Hey, normalerweise kann man doch gar nicht so schnell nochmal schießen.
Manchmal kann ich mich hinter den Körpern verstecken. Das finde ich so komisch. Warum geht es manchmal und dann wieder nicht? Also das, wenn man die Waffe nimmt, das kostet unglaublich viel Zeit. Oh Gott, Leute, ich hab's geschafft. Oh. Okay, so viele Versuche habe ich echt noch nicht gebraucht bisher. Ach, krass. Es gibt keine Handlung. Es gibt keinen Grund für irgendwas. Nur das Töten von roten Typen. Du weißt nicht, was du tust. Oder was du tun sollst, ne? Huh? Left click to resize. Wir beobachten. Dein Zuhause. Wir beobachten dich. Das ist nur dein Körper. Dein Geist ist hier bei uns. Versuch dich auszuloggen. Was ist, wenn wir dich nicht lassen? Versuch's nochmal. Wir könnten dich für immer hier behalten. Lass uns uns ein bisschen unterhalten. Ich will raus. Oh, wir chatten jetzt wirklich mit denen. Okay, wir bekommen eine Message. Das ist kein Spiel. Geh raus, solange du kannst. Okay, ich hab's verstanden. Ich wusste es nicht. Es tut mir leid. Natürlich wusstest du das nicht. Du wirst von deinem Stolz beherrscht. Versprich, dass du nie wieder Superhot-Echse starten wirst. Werde ich nicht. Sag es in genau den Worten. Okay, ich werde nie wieder
Superhot spielen. Gut. Chat Ende. Ich will aber weiterspielen. Sollen wir jetzt wirklich rausgehen?